könntest du mein Foto machen, komm. Winken, winken. Super. Ja, ihr seid alle in der Sonne jetzt. Toll. Und wer nimmt die jetzt hier vorne? Doch, der Busfahrer. Durch die Johannisburger Heide kommen wir an die Schiffsanlegestelle in Rudjani am Niedersee. Nächster Halt in Eckartsdorf am Dusssee. Hier liegt das Nonnenkloster der Philippoen. Sie bilden eine Sekte der russisch-orthodoxen Kirche. 1823 wurden sie in Preußen aufgenommen, da ihre Vorfahren in Russland Verfolgung ausgesetzt waren. Ganz in der Nähe finden wir typische Masuren-Holzhäuser. Das ist immer allerdings so etwa 6-mal größer. Ja. Genau so in dieser. Die haben einen großen Hof gehabt. Wo die Krutina in den Beldansee mündet, liegt das Anwesen der Familie Kubacki, das einer Holzfestung nachempfunden wurde. Krutina ist ein solcher Abfluss im wahrsten Sinne des Wortes. Und so haben wir dann hier auch Kanäle, die zum Teil in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichen und die dann in den 20er Jahren ihre Hochkonjunktur hatten. Aber nicht, weil dort jetzt irgendwelche Treidelkähne Holz schleppten oder weil dort Kohlen gefahren wurden oder man Getreide ins Reich brachte, sondern ganz einfach, das war der Tummelplatz der Jugend mit Faltboden. Und das ist auch bis heute ausgewiesen. Wir sind also heute hier in einem Dorado für Kanu- und Kajakfahrer. Und auch dieser Sprengler Kanal, der dann bis Gersberg führt. Heute fahren wir zum Soldatenfriedhof Jägerhöh aus dem Ersten Weltkrieg. Er liegt nordwestlich von Angerburg am Schwenzheitsee. Im Sommer war das etwas. Da hatte ich zu tun, beruflich zu tun in Thorn. Und da habe ich gesagt, Angerburg, wenn es möglich ist, fahre ich mal. Und ich hatte eine Dolmetscherin, die hat sich dann bereit erklärt mitzufahren, denn alleine das war unmöglich zu der Zeit noch. Und dann haben wir die 700 Kilometer von Thorn hierher abgerissen, mehr oder weniger, wenn man so schön sagt. Ja. Und die hat dann eben, weil sie Polnisch konnte oder mich hierher geleitet, weil ich hätte das selbst gar nicht gefunden. Denn Polnisch zu der Zeit war für mich böhmische Dörfer da. Moment mal, mein lieber Freund. Moment. Das ist hier die Flusen. Moment. So, meine, noch etwas tief. Danke. Also, der Vorsitzender. Ja. Und da mit, de facto, wenn man so will, also stellvertretender Bürgermeister. Kannst du sagen, also du warst mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Angerburg an dieser Gedenkstätte.
Ja, ja, wer nimmt uns auf? Aber daran sieht man, dass man bei uns noch Außenpolitik lernen muss. Finde ich jedenfalls. Also ich weiß nicht, vielleicht liege ich ja falsch. Sie starben und leben noch. Sie schlummern und wachen doch. Sie ruhen zu neuer Tat der Zukunft Saat. Anschließend empfängt uns Hertha Androlonis, die Vorsitzende der deutschen Minderheit Mauersee. Bis 95 war hier gar nichts gewesen. Wie jeder von euch vielleicht noch weiß, die deutsche Sprache war verboten. Es wurde bloß Polnisch gesprochen. Heute wird darüber geredet, wie kommt das, dass eure Kinder nicht Deutsch können hier. Wir haben immer wieder versucht, um von hier rauszufahren. Es hieß ja immer, hier gibt es keine Deutschen mehr. Aber das stimmt ja gar nicht. Jedenfalls, wir waren irgendwie nach dem Krieg hier vergessen gewesen. Nachher wurden wir erwachsen. Aber wir hatten ja keine Papiere gehabt. Wir waren ja keine Polen. Wir waren auch keine Deutschen mehr. Denn die Deutschen hatten uns abgeschrieben. An uns hat niemand mehr gedacht. Man kann ja in einem Land nicht leben, wenn man keine Staatsangehörigkeit hat. Wir waren keine Polen, wir bekamen noch keine Lebensmittel. Es gab kein Geld, auch nichts, man konnte nichts kaufen, wenn wir keine Karten hatten. Dann der erste, so ein offener Blick, das war 1995. Als wir damals haben den deutschen Verein gegründet, war es mir gelungen, in Bad Pyrmont zu erledigen, Geld zum Bau für diese Schule in Deutschland. Und als die uns dieses Geld haben zugesagt, da wurde gleich gesagt, dass der deutsche Verein muss hier unentgeltlich Räume erhalten. Und so ist das auch geworden. Die sind auch mal rausgekommen, haben das geprüft. Und so dass die ganzen Jahre haben wir die Räume kostenfrei. Im Moment kann ich mich nicht beklagen, wie das ist. Dann mussten wir versuchen, unser Leben hier einzurichten. Auf der Suche nach dem Masurenkanal finden wir eine alte Schleuse und verschilfte Wasserwege. Das nächste Reingang. Das war auch diese Verengung, die wir da gesehen haben. Genau. Ja, eben nur die für ein Schiff. Auf einem Hof wird Kartoffelstroh verbrannt. An einem Kanal finden wir einen kleinen Hof. Wollten ja für dich abpflücken. Ja. Ach, hier sind ja noch mehr. Moment, ich immer drehen. Oh, du weißt aber Bescheid, du. Ein schmaler Weg treibt unseren Busfahrer in die Enge. Mit unendlicher Geduld und der Hilfe aller unserer Männer gelingt das Kunststück, den Bus wieder auf den rechten Weg zu bringen.